ist nur eine Person. Okay, also kann man das knicken. Ihr benötigt etwas, Fremde? Wir sind Söldner, die dem Eisenthron so zugesetzt haben. Jupp. So, wir gehen auf dich. Wir gehen auf deinen Freund. Du schmeißt eine Lähmung auf den da. Du machst Furcht. Ah, die Lähmung hat gesessen. Das ist super. Oh, 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 oh. Blitzpingpong. Blitzpingpong. Noch ein Blitz. Ach du. Alle dahin. Und wir warten einfach mal ab. Das war's hoffentlich. Oh, da steht ja noch einer. Ah, das war cool. Ja, lief definitiv besser als mit den Feuerbällen. So, wer fehlt im Moment? Da. Noch mehr Zaubersprüche. Oh, Magiban. Eile war auch gut. So, was war da noch? Gold. So, Rest kann liegen bleiben. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Schriftrolle, die irgendwas erklärt. So wie das da. Brief. Pratt. Den haben wir gerade umgebracht. Die Fäden meiner Pläne sind zu meiner größten Zufriedenheit zusammengelaufen. Das hört sich nach Serevok an. Die Söldner, die mich auf Schritt und Tritt belästigt haben, sind nun hinter Schloss und Riegel. Angeklagt des Mordes an Rielta, Brunos und Taldorn. Findet möglichst viel über das Schicksal der Söldner heraus und trefft mich dann in Baldurs Tor. Also müssen wir gleich nach Baldurs Tor. Entschuldigt, dass ich euch hier allein gelassen habe, aber ich musste in die Stadt zurückkehren, um Rielta Stellung als führender Kommandeur zu übernehmen. Ja, er hat es also wirklich geplant, seinen Vater umzubringen. Übler Kerl. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten, werde ich in wenigen Wochen Großherzog sein. Ach, du große Neune. Das ist doch mal ein würdiger Gegner. Hm? Also, wir müssen nach Baldurs Tor und den Typen aufhalten. Aber wie er ja selbst gesagt hat, das wird wohl einige Wochen dauern. Das heißt, wir können erst zu Durlaks Turm und uns da noch ein bisschen vorbereiten. Auf das ganze Kommende. Das macht wenigstens bisschen rollenspielerischen Sinn. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Und gehen diesmal hier lang. Ich höre wieder Spinnen, denke ich mal. Also ein Chitin-Geklapper. Ja. Oh, ein Schwertspinner. Du warst mal richtig böse. Aber jetzt müsste das machbar sein. So, magisches Geschoss auf dich, weil an die kommt sie, glaube ich, nicht ran. Im Moment schön da bleiben. Du, nochmal magisches Geschoss da drauf. Im Moment darauf. Nicht wild in der Gegend rumlaufen, das ist gar nicht gut. So, ist hier noch irgendwas drin? Nö. Ihr sollt die Spinne auch töten. Was machst du da? Na gut, bist schnell genug. Also hier scheint es nicht weiter zu gehen. Was ist da oben? Da sind Fledermäuse. Jahira Rettungswurf gegen Zauber, das klingt nicht gut. Achso, das ist ein Netz. Ich dachte schon, sie wäre zu den Basilisken gelaufen. So. Gerogon. Guck mal kurz. Nö, nix. Ja, wie es den Anschein hat, müssen wir wirklich bei den Basilisken durch. Gucken wir mal kurz dahin. Obwohl... Ja doch, hier waren wir letztes Mal auch. Und dann kam hier gleich der Raum mit den Statuen. Na gut, dann machen wir es diesmal anders. Da das mit der Beschwörung ja nicht ganz so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Dann trinkt jetzt einfach Gerogon einen Trank gegen magische Angriffe. Spezielles Merkmal, alle Rettungswürfe werden automatisch ausgeführt. Hält 3 Phasen lang, hier ist der falsche.
10 Flasen lang. Aber nur 50% Georesistenz. Was ist das? Trank der Klarheit. Ah ja, den man eigentlich nicht benutzen kann, weil, wenn man schon wahnsinnig ist, man keine Kontrolle über sich hat und keine Tränke trinken kann. Haben wir noch einen Schutz vor Versteinerung? Gab es das überhaupt? Nee, wir haben nur eine Entsteinerung. Was bist du für eine Sprichrolle? Sieht aus wie Schutz vor Säure. Ja. Ah ja, schön praktisch für Dolax-Turm später. Na gut, dann müssen wir wohl doch auf die Monster zurückgreifen. Du geh mal vor. Ja, ich weiß, es ist komisch für dich vorzugehen. Aber mach es mal trotzdem. So, wer fehlt? Minsk. Minsk, komm mal bitte zur Gruppe. So, du machst schon mal Spiegelbilder. Und da ist eine Spinne und kein Raum voller Basilisken. Na gut. Bringt die Spinne um. Ja, okay, vielleicht war das doch eher hier gewesen. Müssen wir mal schauen. Stirb, stirb, stirb. Wir wollen gucken, was in deinem Raum ist. Nix. Gut, das hätten wir auch geklärt. Da lang. Bist du der Raum voller Statuen? Wenn ja, soll die Düne hier vor. Die darf auch ruhig eingesteinert werden. Jo. Da wären wir. Dahin. Und alle da rein. Und ihr schon mal in die... Da fehlt schon wieder einer. Im Moment. Dahin. So, ihr bleibt mal schön zusammen und wartet... Oh ne, die Hobgoblins wollte ich eigentlich nicht steuern. Ihr bleibt schön da. Da ist er. So, alle Mann darauf. Und Gerogon sollte wie immer nicht in erster Reihe stehen. Ein Hauptgoblin ist schon mal weg. Na gut. Du machst... wollen wir mal einen Basilisken leben? Ich glaube nicht, dass das klappt. Ja. Der ist versteinert, das ist okay. Den können wir zurückholen. Du... Was machst du? Du läufst weg. Das kannst du gut. So, das war jetzt gemein, aber stimmt doch. Noch mehr Versteinerte. Du machst... Kein Feuer, weil dann explodieren die Statuen. Du machst... Mist, was machst du? Mehr Monster. Das wird helfen. Sie ist auch weg. Ah! Oh, und wer hat die Schriftrollen? Sie hat die Schriftrollen. Gib die mal Gerogon. Schmeiß sie auf den Boden, ist egal. Hauptsache nicht, dass sie auf deinem Körper sind, wenn du versteinert wirst. So, Flammenstrahl, da drauf. Und wir haben nur 4 Rollen. Das heißt, du darfst nicht versteinert werden. So, töte den schnell. Und du machst noch einen Flammenstrahl. Ja. Basilisken sind doof, wenn man keine Tränke hat. Ja, Quick Save. Also, nochmal das Ganze. Wir müssen hier runter. Und hier müsste auch gleich schon der Raum sein. Oder auch nicht. Sieht alles so gleich aus. Ich hätte mir die Position auf der Karte lieber merken sollen. Ah, schon wieder Spinnen. Ah ja, hier sind wir richtig. So, du kannst schon mal Spiegelbilder machen. Und Immun ist vergiftet. Immun ist nicht mehr vergiftet. Und... Na komm, bring die Spinnen schneller um. Ihr werdet alle sterben. Da drauf.
Oh. Ach nö. Und die stehen alle im Weg. Gerugon, kommst du da durch? Nee, natürlich nicht. Das ist absolut nicht gut. Spielladen. So, tief durchatmen. Okay, töten. Also du machst jetzt schon mal deine Spiegelbilder. Dann machst du noch... Hast du nicht mehr. Dann machst du noch Furchtbann. Und du machst Schutz vor Bösem auf dich selbst. So, jetzt gehen wir alle dahin und bringen die Spinnen um. Oder einer geht dahin, der Rest bleibt vorher stehen. Khaled, wo willst du hin? So, du mach mal einen Feuerball da rein, das hält Gerugon schon aus. Aber Minsk nicht unbedingt, weil er versteinert ist. Oder festgefangen. Dann mach du jetzt schnell Gift anhalten auf Minsk und du heilst Minsk. Das war knapp. Zu knapp. Du heilst Minsk. Keiner hat Gift. Gut. Du heilst dich selbst. Und heilst dich selbst nochmal. Und dann werden wir wohl warten müssen, bis die Spinnenweben weg sind. Das ist eine echt garstige Ecke, wenn man so ungeduldig ist, wie ich es gerade bin. Das kommt halt, weil Baldur's Gate 2 immer näher kommen und darauf ich richtig Bock habe. Aber kann man nichts machen. Wir müssen hier erstmal raus, dann müssen wir verkaufen und kaufen. Dann wollte ich noch in Dolags Turm vielleicht noch ein, zwei Gebiete aufdecken und dann können wir erst nach Baldur's Tor. So, Heilung. Schön da bleiben. So, jetzt gehen wir alle dahin. Speichern nochmal ab. Wir sind hier gerade 10 Schritte weit gekommen, das muss man speichern. Und schlafen. Jo, schön. Jetzt hast du 3. Hä? Warum hast du keine 3 schweren Heilungen? Sie hat die Level-Up noch nicht gehabt. So. Und auf Minsk und du heilst dich. Und du heilst ihn und du heilst nochmal Minsk. So, und schlafen. Ja, so weit, so gut. Sind das alle? Nee, Immun fehlt. Wieso konnten die schlafen, wenn Immun so weit weg ist? Na gut. Falle zugeschnappt. Weg hier. So, du. Ja, du. Du musst da weg. Du wurdest auch nur eingefangen, weil deine Weisheit so niedrig ist. Na komm. Komm. Put. Ja, ich bin geringfügig und geduldig. Man merkt das an dem Rumgeklicke. Und nein, ich stürme jetzt nicht mit den 5 schon mal los. Das wird in die Hose gehen. Obwohl, Immun könnte mal KI verstecken gelungen. Sie ist trotzdem... Achso. Und sie könnte ein bisschen ausspionieren. Ja, aber wir benutzen sie viel zu wenig als Dieb. Irgendwie entfleucht mir das immer, weil sie könnte ja auch backstabben, also aus dem Hinterhalt angreifen und dergleichen. Das mache ich auch nie. Na gut, also da sind die Spinnen. Die Spinnen, die wir eigentlich hätten töten müssen, im Gegensatz zu den Spinnen hier oben, die wir hätten umgehen können. Ja, da runter. Und komm zu uns, Spinnchen. Hey, alle auf die da. Und, du dahin, du dahin. Und heil dich selbst. Und sie wurde unterbrochen bei ihrer Selbstheilung. Das finde ich auch ein bisschen irrsinnig, dass das geht.
Weil eigentlich sind die Sprüche instant und... Magiewiderstand. Sie hat dem Heilzauber von Gerogon widerstanden.